Und hallo YouTube, willkommen zu einem bei Let's Play Skyrim. Wir sind auf Suche nach den Aeternum Splittern und waren wir hier nicht schon? Mir kommt so vor, als wären wir schon gewesen. Ich glaube, ich habe den falschen Spielstand geladen. Wie kann ich den zweimal verfehlen? Ja, bleib einfach da stehen, da stehst du ganz gut. Ich glaube, ich habe den falschen Spielstand geladen. Moment mal. Das ist falsch. Okay, scheinbar habe ich vergessen, zwischen der letzten Aufnahme und der Aufnahme zu speichern. Und eigentlich habe ich auf Fortsetzen gedrückt und da müsste das. Ja, ich habe verkackt. Verkackt zu speichern. Naja, dann müssen wir hier nochmal ein paar Banditen umlegen. Nicht so, als wäre das ein großes Ding. Verzögert zwar das Ganze ein bisschen, aber keine Ahnung. Ich muss echt verkackt haben, das zu speichern. Die vergessen uns wieder. Hallo, wer ist da? Feiner Skoma, das wäre jetzt was. Ich sag gerade vorhin, dass ich habe gerade eben gesagt, dass ich das dieses Speichern vergessen gerade das Ganze extrem verzögert. Und jetzt mache ich hier den ganz langsamen Mode, indem ich hier auf Schleichen setze, anstatt die Typen einfach zu zerhacken. Wie ich es eigentlich tun sollte. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Schon blöd, dass ich ein Feuerschwert habe und du nicht. Wenn ihr tut, könnt ihr wesentlich leichter ausrauben. Verdammt, sterbt das nicht. Nope. Irgendwie ist Heiltränke sind schon irgendwie ein bisschen cheaten. Können wir ein Gift drauf machen. Ja, ich mache einfach zufällig. So, komm her. Los jetzt. Ich mache zufällig hier Gifte auf Sachen, einfach nur damit wir mal die Gifte ein bisschen loswerden. Den hat man ja viel zu viele dabei. Im Übrigen, die Art und Weise, wie wir den gerade umgebracht haben, wäre bei der Ausrüstung, die der Mann hat, eine der wenigen Methoden, mit der wir dem überhaupt Schaden zufügen könnten mit einem Schwert. Ich meine, wir hauen ja auf den drauf und so, aber Hiebe hätten gegen so eine Plattenrüstung eigentlich null Wirkung. Das würde der gar nicht bemerken. Es würde ein bisschen, wenn man ihm am Kopf trifft, würde es ein bisschen hallen, aber es ist wirklich so, gegen so eine Rüstung hättest du mit Schlägen keine Chance. Da müsstest du immer zustechen, müsstest versuchen, hier unter den Arm reinzustechen oder durchs Visier oder so, aber tatsächlich mit Schlagen würdest du nicht weit kommen. Also wenn ich hier so auf den drauf haue, das würde der gar nicht merken. Dagegen, wenn ich so einen Stich mache, wie jetzt beim Finisher, das hätte tatsächlich Wirkung, weil ich einfach die Lücken treffen würde. Da gibt es ja auch die verschiedensten Techniken, wie man halt, der blöde Bogen ist schon wieder leer, wie man halt so einen gerüsteten, schwer gerüsteten Gegner mit einem Schwert besiegt und keine davon besteht aus Zuhauen. Also gegen einen fremden Rüstung würde man einfach sagen, okay, ich könnte jetzt zuhauen oder ich mache es sinnvoll. Und stech zu, beziehungsweise da gibt es Methoden, wo man eigentlich denken müsste, warum sollte man das machen? Zum Beispiel das, ich kenne jetzt so den Englisch sprich das Half-Swording. Im Englischen nicht, wenn man es direkt übersetzt, wird das Halbschwert heißen. Hier ist noch ein Buch über die Eternum-Kriege. Und da nimmt man praktisch die Schwertklinge, also mit der rechten Hand halt immer noch das Heft.
und mit der linken Hand nimmt man die Klinge, sodass man da genauer zustechen kann. Und gleichzeitig ist es so, oder auch eine Technik ist, dass man das Schwert einfach falsch rum nimmt, sprich man nimmt das Schwert an der Klinge und haut dann mit der Parierstange zu, wie mit einem Hammer. Also man denkt halt, dass das total dumm ist, weil sein eigenes Schwert an der Klinge nehmen, da tut man sich doch weh und so, ist tatsächlich so, man würde sich nicht mal mit bloßen Händen sonderlich wehtun, wenn man es richtig macht. Aber es wäre sehr effektiv gegen Rüstungen. Das machen ja eigentlich generell wenige Spiele. Gut, jetzt Skyrim hier wäre es schwierig zu implementieren. Also ein wirklich realistisches Kampfsystem wäre hier schwierig zu machen. Und würde auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Spaß machen. Geht ja auch darum, dass man Spaß hat. Aber die wenigsten Spiele haben mit mittelalterlichen Waffen so ein realistisches Kampfsystem eigentlich, wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt. Und wie viele Dietriche werde ich noch abbrechen? Das letzte Mal, als wir das Schloss aufgehabt haben, habe ich es beim zweiten oder dritten Versuch gehabt. Ach, geht doch. Leveln wir wenigstens schön, sind wir fast Level 45. Hier war dann ja der Typ, der sich partout nicht aufregen lassen wollte. Well, hello there. You die. Oh, not. Das hat die beunruhigend wenig interessiert. Dann halt so. Habt ihr etwas gesucht? Diese Dummköpfe kämpfen wirklich. Was hat eigentlich der für ein Problem, dass der nicht angreift? Ich meine, sobald man ihn anspricht, zieht man ja Aggro. Das heißt, er ist ja eigentlich ein Feind. Okay, das ist ein normaler Bandit. Der ist gleich mal weg. Was war das? So, in die Ecke mit dir und Level up. Und jetzt komm her. Euresgleichen hat keinen Platz hier. Ja, hau du mal in der Luft rum. Ich gebe dir dabei den Gnadenschuss. Schlüssel nehmen wir uns mal mit, wie Schlüssel wir auch schon haben müssten eigentlich. So, und wo ist jetzt der... Ich weiß nicht, wie ihr es so weit geschafft habt, aber weiter kommt ihr nicht. Ich frage mich, wie ich jetzt der Pimpel die mache. Ihr hättet nie herkommen sollen! Gnade! Keine Gnade für Alain. Wirklich, was hat der für ein Problem? Und da hinten ist noch einer. So, Tür auf. Jetzt reicht es! Noch so ein Plattenrüstungstyp. Verdammt! Gegen den ja Schläge sehr. Also, ist ja eigentlich logisch. Ich meine, eine Rüstung ist ja dazu da, einem vor Schlägen zu schützen. Das ist ja. Das Ganze war ja eine gemeinsame Entwicklung. Man hat Waffen gebaut, dann hat man Rüstung gebaut, um halt vor den Waffen sicher zu sein. Dann hat man halt Waffen gebaut, die durch die Rüstungen durchkamen. Das waren dann, ja, effektiv eigentlich Hämmer. Wenn du es nicht zerschneiden kannst, dann haust du es halt zu Klump. Wenn du mit einem Hammer auf eine Rüstung haust, ist es halt so, dass es halt egal ist, ob du... Der fiel irgendwie zu früh um. Dass es halt egal ist, ob du da, sag ich mal, durchkommst oder nicht. Die Rüstung verbeult sich dann, was ziemlich Probleme bereiten kann. Oder eben, man kommt halt doch durch diese... Die Kriegshelme hatten auch immer Dornen und so dran. Also waren eigentlich... Und so hat man halt dann die Rüstungen gekontert. Spätmittelalter haben sich ja wirklich erstaunliches in Rüstungstechnik geleistet. Man ist auch in so einer Rüstung viel beweglicher, als man meinen würde. Man denkt immer, diese Ritter waren halt total lahmarschig und konnten halt nicht mal mehr oder weniger allein aufstehen. Aber das stimmte so eigentlich auch nicht. Man ist oder man war in einer Rüstung sehr, sehr beweglich eigentlich. Also da konnte man sich eigentlich relativ gut bewegen. Die waren, vor allem im Spätmittelalter, so gut gebaut, dass man wirklich wenig Beeinträchtigung hatte. Das Gewicht war zwar da, also ich glaube, so im Schnitt waren die irgendwie 40 Kilo schwer. Muss man aber jetzt auch dazu sagen, ein moderner Soldat hat ein ähnliches, hat im Kampf ein ähnliches Gewicht zu tragen. Also so viel nimmt sich das eigentlich gar nicht. Wie gesagt, man war da schon erstaunlich beweglich. Gibt es auch YouTube-Videos dazu, einige. Ich glaube, das wird wieder viele Dietriche brauchen, bis wir drin sind. Ah, fast. Zumindest haben wir schon mal die Ecke gefunden, wo wir hin müssen. So.
blöde Meisterschlösser. Vielleicht sollten wir doch mal Schlossknacken skillen. Man braucht es nicht wirklich skillen, weil man sieht ja, man bekommt selbst das härteste Meisterschloss auf damit. Aber irgendwie fühlt man sich doch so, als würde man das machen müssen. Und jetzt haben wir hier eine ganze Folge eigentlich alles doppelt gemacht. Ich glaube, ich mache die Folge einfach mal 5 Minuten länger. Jetzt eine 20 Minuten Folge, weil ich den Speichern verkackt habe. Und wir gehen jetzt auch hier mal im Schnellgang durch. Aber natürlich nicht ohne den Loot zu nehmen. Sphäre, die muss zuerst dran glauben und dann die normale Sphäre, die ist ja nicht so stark. Irgendwann schieb ich auch mal die Tage mal Lydia wieder her. Das ist auch sowas, das sage ich tausendmal, bis ich mal das tatsächlich mache. Dabei müsste ich nur eigentlich einen kurzen Code eingeben. Das wäre keine große Sache, aber es wird sich trotzdem rauszögern. Einfach weil es immer so ist bei mir. Und das sind sich drehende Klingen. Der war nicht so gefährlich. Mir tun diese Arbeiterspinnen immer ein bisschen leid. Die sind so... Okay, wo ist hier der Hebel, der das aufmacht? Okay, die gehen aber immer kurz rein. Ich dachte, das fährt ein, wenn's... Okay, I failed. Sorry, dann sind wir halt wieder am Anfang. Den stechen wir jetzt. Wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Nicht mehr lang Bogen schießen hier. Ah, der ist erledigt. Wir machen ja auch relativ viel Schaden, wenn wir hier uns im Nahkampf voranschleichen. Ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und so viele starke Gegner sind hier ja auch nicht. Wir können ja vielleicht mal zwischenzeitlich einfach die Drachenform anmachen oder so. Dann geht's auch schnell. So, die vergessen uns bestimmt gleich wieder. Dann stechen wir den nächsten ab. Das ist halt, da wir Bogen schießen. Sag ich doch, die sehen uns nicht. Hier drüben. Gut, die haben uns jetzt doch gesehen. Wisst ihr was? Da machen wir jetzt mal die Drachenform an. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Ja. Mein Schild kann dich nicht ewig retten. Denn du brennst, verdammt nochmal. Und wir haben gerade so einen Drachentypen wieder beschworen. Wann kommt der eigentlich immer? Ich verstehe gar nicht, wie der bedient. Kadin! Mehr hast du nicht drauf! Ja, du kämpfst ja nur gegen eine leuchtende Drachengestalt. Und einen Drachengeist-Typen, uraltes Drachenblut, ne? Mehr haben wir nicht drauf. Nein, tut mir leid, mehr als das habe ich dann doch nicht zu bieten. Tut mir leid. So, dann sollten wir die Drachenform auch nutzen. Hier schließen wir trotzdem mal kurz auf. Wenigstens wissen wir jetzt schon, in welche Ecke wir hier müssen. Und vielleicht, ich muss immer daran denken, wirklich zwischenzuspeichern. Das mache ich viel zu selten. Verdammt, das war die falsche Richtung. Den Meisterschlüssel muss man ja wirklich Millimeterarbeit leisten hier. Ah, komm schon. Blödes Schloss. So. Rauf, 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 rauf. Dann gehen wir jetzt kurz in Sneaky Mode. Schießen da wieder die Pfeile runter, die nichts tun. Aus irgendeinem Grund. Ich meine, Explosions. Die interessiert das halt wirklich. Seht ihr das an? Da explodiert alles und die ist mir egal. So, dann mal dich aus dem Weg. Dich aus dem Weg. Dann bist du dran. Hier drüben. Na, weißt du was? Für dich habe ich eine ganz tolle Deckerei.
in die Ecke mit dir und im Schnelldurchlauf sind wir dann hier auch durch und dann speichere ich mal zwischen, bevor wir wieder in die Klingen reinrennen. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ja, ich bin nicht so sicher. Ich habe ihn gerade gewonnen. So. Sind wir auch wieder schon fast durch. Noch hier kurz. Wenigstens wissen wir jetzt schon immer die Ecke, die wir bei den meisten Schlössern gehen müssen. Das heißt, man kann die ein bisschen leichter schon aufsperren. Und trotzdem breche ich zwei Dietriche an der gleichen Stelle ab. Drei. Das ist doch hier. Naja, aber es ist, man kriegt ja immer ein bisschen Schlossknacken-Level drauf, wenn man Dietrich abbricht. Warum auch immer das einen besser macht im Schlossknacken, wenn man sein Equipment kaputt macht. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, komm schon. Blöde Schloss hier. Auf! Man sollte einen Schrei haben, der Schlösser öffnet. Ach komm, das zählt. Gut, dass wir so viele Dietriche dabei haben. Weiß ich, eigentlich will ich Schlossgang nicht skillen, weil man es nicht skillen muss. Weil man kann ja jedes Schloss wirklich öffnen. Auch wenn es Meister ist und man halt gar nicht gelevelt hat. Also wenn es so eine Mechanik wäre wie, du kannst halt ein Meisterschloss gar nicht öffnen, wenn du Schlossgang nicht geskillt hast oder so. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Dann würde ich schon leveln, aber so lohnt sich das halt nicht. So, die ganzen Golderze kann ich nicht widerstehen, nehme ich auch mit. So, da oben ist ein Heiltrank. Whip. Meins, ewige Heilung. Und jetzt weiter hier. Ein bisschen hält die Drachenform ja noch. Ein bisschen Metzeln geht noch. Stimmt, die lassen sich ja immer vom Schildschlag nicht beeindrucken. Normale Gegner werden ja so leicht ins Taumeln gebracht, wenn man sie mit dem Schild trifft. Das gilt ja für die hier gar nicht. Die lassen sich ja da gar nicht beeinflussen. Gut, sind da Maschinen. Das heißt, ist schon realistisch, dass ich eine Maschine nicht mit einem Schild ins Gesicht hauen kann, dass sie das dann interessiert. Ich meine, wenn sie dabei nicht beschädigt wird, ist das egal. Wobei ja das auch wieder der Fall ist, mit einem Schwert auf Maschinen hauen, sollte eigentlich keinen Effekt haben. Sollte gar nichts bringen. Aber naja, ist halt auch wieder das, das wenn man in einem Spiel wie Skyrim hat. Oftmals kann ich nicht auf. Wenn man in einem Spiel wie Skyrim so eine ganz, ganz strikte Waffenmechanik wie du kannst halt gegen gerüstete Gegner mit der Waffe gar nicht ausrüsten einführen würde, das wäre. Was willst du eigentlich überhaupt? Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber naja, jetzt mal gucken, wie kommen wir hier durch. Wir könnten ja natürlich Wirbelsprint verwenden, das ging natürlich auch. Ruf der Tapferkeit, Wirbelsprint, da haben wir nur ein Wort davon. Weiß nicht, schalten sich die jetzt mal irgendwann aus oder wie oft fahren die da? Wenn, sobald sich die ausschalten, gehen wir durch. Oder können wir da irgendwo hoch haben, die irgendwo einen Punkt, wo sie. War hier eigentlich irgendwo ein Schalter vielleicht? Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Schalter, wo man die ausstellen kann? Kann ja sein. Hier ist noch eine Kiste. Und ein weiterer Dietrich. Wir haben immer noch plus 99, also ist das okay. Man sammelt ja schon echt viele ein. So ist es ja nicht. Also Mangel gibt es eigentlich wenig. Also dieses Skyrim ist ja da wirklich so ein Spiel, da hat man nicht so das Gefühl, dass man irgendwie irgendwo einen Mangel dran hat oder so. Nein, das ist aber auch nicht schlecht. Wie gesagt, Spiele, wo man halt so einen Mangel hat, das würde nicht zu dem Spiel passen, dass ich halt wirklich um jeden Dietrich weinen müsste, weil. Ist aber kein Schalter oder irgendwas, die gehen einfach an. Moment, bevor wir das machen, speichere ich mal kurz zwischen und dann probieren wir einfach mal unser Glück, wenn ich über den drüber hoppe. So, haben wir halt ein bisschen was abbekommen.
auch egal, jetzt den hatten wir noch zu drei. Ja, komm nur rüber. Da gehen, kommen wir nicht rüber. Komm her. Sphäre. Na doch, die kann man auch abbrechen. Also man kann sie zumindest abbrechen. So, und jetzt leveln wir noch kurz hoch und dann passt es auch wieder. Inzwischen können wir auch wieder mal was anderes als Marker leveln. Jetzt können wir Avarek beschwören. Ne, können wir nicht beschwören, weil ja ich ein Level up verworfen habe. Wir haben 3 Punkte. Können wir die denn überhaupt irgendwo investieren? Hier haben wir schon voll. Wir könnten Schleichen verbessern. Schlossknacken, wie gesagt, will ich nicht verbessern. Einhändig haben wir da noch was. Wir könnten mal Klingenspezialist machen. Den Leveln, damit wir hier ein bisschen mehr kritischen Schaden machen. Und vielleicht noch, was haben wir hier? Tötiger Gegenangriff verursacht 5-fachen Schaden. Das ist egal. Elementarschutz, das will ich schon haben. Und ja, kommt da die nächste an. Ich werde ja auch nicht fertig. Jetzt eine lange Folge für euch. Wir haben auch ja leider viel wiederholt in der Folge. Weil ich ja verkackt habe zu speichern. Aber dafür gibt es hier eine bisschen längere Folge hier, so. Und jetzt sage ich tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal, wenn wir endlich mal wirklich weiterkommen und nicht das gleiche 10-mal spielen. Bis dann, tschüss.